Hallo ihr lieben Kinder, hallo Leseratte. Ach, schön, dass wir wieder zusammen sein können. Heute ist es der 13. Dezember. 1-3-13. Und habt ihr schon ein Türchen geöffnet? Wir noch nicht. Wir wollen das jetzt machen. Und da ist unser Adventskalender. Wir müssen die 13 finden. Da ist eine 3, aber keine 13. Da ist sie. Lass uns mal sehen, ob wir wieder ein Buch lesen. Ja, wir lesen heute auf dem Weihnachtsmarkt. Ein Weihnachtsmarkt ist immer schön, nicht? Da gibt es viele Buden, kann man gut essen und was Leckeres trinken. Und auch vielleicht was einkaufen. Ich hole Gina, holt ihr eure Kuscheltiere. Bis gleich. Auf dem Weihnachtsmarkt. Papa und Julchen schlendern über den Weihnachtsmarkt. Das ist Julchen. Wie das duftet. Und da drüben steht sogar schon ein geschmückter Tannenbaum. Schön. Der ist aber auch schön. Guck mal, Julchen, das alte Karussell, zeigt Papa. Julchen nickt und schaut sehnsüchtig hinüber. Möchtest du eine Runde drehen? Fragt Papa. Stumm schüttelt Julchen den Kopf. Sie möchte eigentlich fahren, aber da sagt sie nein, sie will nicht, nicht? Nur Kleinkinder fahren Karussell. Sie ist dafür leider viel zu alt. Aber wie stolz die Kleinen aussehen und wie ihre Augen strahlen. Julchen seufzt. Die Kinder, die auf dem Karussell fahren, haben sehr viel Spaß und freuen sich. Ihre Augen strahlen. Und Julchen meint, sie wäre zu alt dafür. Jetzt hält das Karussell wieder an. Kinder drängen zu den Fahrzeugen und Pferdchen. Ein kleiner Junge zieht seine Oma zu einem Schlitten. Da steht der Schlitten. Ach, komm doch mit, bitte, Oma, fleht er. Er sagt, die Oma soll mit ihm fahren. Die Oma schüttelt hilflos den Kopf. Ich kann nicht, Lenny, sagt sie, wirklich. Auf dem Karussell wird mir schwindlig. Und Lenny will sicherlich nicht alleine fahren. Aber alleine traue ich mich nicht, schnieft der Junge. Dabei möchte ich ja so gerne fahren. Julchen überlegt einen Moment. Dann flüstert sie mit Papa. Der Papa nickt und geht zur Kasse. Julchen zwinkert Lenny zu und fragt, soll ich mit dir Karussell fahren? Jetzt kann Julchen fahren, nicht? Lennys Oma sagt erleichtert, das ist aber nett von dir. Auch Lenny ist begeistert. Glücklich klettert er an Julchens Hand auf den Rentierschlitten. Da sind die Rentiere, da steht der Schlitten. Mit fröhlichem Glockengebimmel geht es los. Das Karussell dreht Runde um Runde. Und auf dem Schlitten strahlen Julchen und Lenny um die Wette. Die haben jetzt auch sehr viel Spaß. Und ihre Augen strahlen auch. Ja. Das ist aber lieb von Julchen, nicht? Dass sie das macht.
Da hat der Lenny sich gefreut, dass Julchen mit ihm auf dem Karussell gefahren ist. Habt ihr auch manchmal ein bisschen Angst oder traut ihr euch auch etwas nicht zu tun? Und dann ist da jemand, der euch hilft? Das ist richtig, ja. Und wenn ihr seht, dass ihr was machen könnt und helfen könnt, macht das auch. Das ist lieb. Okay, bis morgen und wir sagen Tschüss.